Auf der Einkaufsmeile gibt's ab heute eine Gärtnerei. Dort können alle, die einen grünen Daumen haben, Blumensamen oder Gartengeräte kaufen. Ich wollte sowieso einige Blumen pflanzen, also werde ich dort gleich einmal vorbeischauen. Und damit willkommen zurück zu New Leaf. Ja, Weber ist auch neu in der Stadt, genau, aber... Stimmt, ja. Wir haben ja die Gärtnerei und mein Gott, ich habe gestern noch eine ganze Menge Geld gefarmt. Und weiß gar nicht, wenn ich noch irgendwas zu zeigen habe, werde ich das jetzt währenddessen mal einblenden. Ich habe auf jeden Fall jetzt so 300.000, glaube ich, gemacht. Noch das ein oder andere Insekt gefangen. Ein Hai habe ich auch noch gefangen. Ja, war auf jeden Fall noch ein unterhaltsamer Abend. Hab noch bis Fundgrubenladenschluss hier auf der Insel gefarmt und auch einige Blumen noch mitgebracht, wie ihr jetzt hier seht. Vorm Rathaus steht jetzt mittlerweile auch deutlich mehr schon. Und was auch steht, ist die Brücke. Stimmt, das wollte ich euch noch gezeigt haben. Zeige ich euch jetzt nur kurz. Die Brücke habe ich auch abbezahlt. Ja, also ich habe nochmal 130.000 waren es ja, glaube ich, ungefähr. Habe ich nochmal in die Brücke investiert und habe trotzdem noch knapp 300.000. Und es ist noch vor 12 Uhr, heute am Sonntag. Das heißt, wir sollten jetzt auch die Sigrid noch antreffen können. Und das möchte ich tatsächlich auch nutzen. Ich möchte heute zum ersten Mal Rüben kaufen. Weil, ja, warum nicht? Können wir unser Geld nochmal ein bisschen vervielfachen. Wir haben noch einen weiteren Brief vom Wohnmobilplatz. Was habe ich denn da? Ach ja, die Hasenkapuze, stimmt. Die habe ich mir auch noch gegönnt. Jetzt bin ich zwar gerade voll im Insel-Outfit, aber anprobieren will ich es auf jeden Fall mal kurz. Fantastisch. Also, wie gesagt, ich bin jetzt hier gerade so im Insel-Outfit. Deswegen passt das nicht ganz so gut, aber ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal tragen. Sage ich jetzt mal so. Ja, perfekt. Sehr schön. Dann haben wir jetzt also auch diese Brücke schon mal. Und können ja mal ganz kurz vorbeischauen, ob... Alles klar, die blockieren wieder die Brücke. Ob der Weber zufällig schon wach ist und am Start ist. Hier habe ich noch ein bisschen was auch an der Fundgrube gemacht. So, der Weber wohnte direkt neben dem Rathaus, also hier drüben. Das können wir echt mal mitnehmen hier. Ja, und in der Gärtnerei ist es jetzt eben möglich, wenn wir ein paar Sachen kaufen, also einige, dass wir da die Goldschaufel bekommen und auf jeden Fall auch die Goldaxt und ich glaube auch die Goldkanne. Aber auch die Gärtnerei müsste nochmal expandieren können. Müssen wir uns da mal genauer anschauen. Ne, was? Du wohnst hier und heißt Niklas, schön für dich. Ich bin Weber, heute frisch eingezogen. Jawohl, ich bin der Neue. Du kannst mir bestimmt bald mal den einen oder anderen Gefallen tun, also danke schon mal, Gnu. Ich bin vor allem der Bürgermeister. Wow. Er hat ein Grazia-Outfit an. Krass. Grazia müsste... Ja doch, Grazia müsste es in dem Spiel auch geben. Die war in Wild World ja noch nicht so wirklich... Also die war ja nur dieses... Hat ja nur ein bisschen mit ihrem Auto da geflext. Wobei, nee, das Auto war gar nicht Wild World. Das war noch der erste Teil. Aber das mit den Reifen, dieser Spruch, der hat natürlich auf das Auto abgezielt. Hier haben wir eine Stinkwanze. Die hatte ich aber, glaube ich, schon mal gefangen, ne? Ja, okay. War ich mir gerade nicht mehr sicher. Wir können jetzt eine Feier für die Brücke machen, ganz ehrlich. Hab ja gesagt, einmal reicht dann auch. und das werde ich auch weiterhin so handhaben, weil, naja, keine Lust. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal direkt zur, nicht Schneiderei, sondern Gärtnerei. Und suchen danach die Sigrid auf. Dank der Freigebigkeit von Niklas ziert eine Steinbrücke Novenia. Vielen Dank euch allen. Oder an euch alle. Stimmt, die ganzen Plantagensachen da, die ganzen Bäume sollten ja hoffentlich dann auch gewachsen sein. Da können wir auch mal gucken, also angewachsen, besser gesagt. Und hier ist jetzt die Gärtnerei, da gehen wir direkt mal rein und danach können wir auch direkt unsere Runde hier abschließen. Wobei es ja keine Runde ist. Und hier ist jetzt der Gerd am Start. Willkommen! Oh, ein neuer Kunde. Willkommen, ich verkaufe Blumen, wirklich schöne Blumen. Außerdem biete ich noch Setzlinge, Ausrüstung und noch vieles mehr an, also sieh dich einfach um. Und immer noch keine Gießkanne. Aber eine Axt. Hey. Just in case. Können wir schon mal mitnehmen. Ach ja, da bekomme ich 400 Sternis. Hast du Bock? Komm mal ins Geschäft. Ach ja, da sind die Influences. Und endlich mal Blumen. Na, eine Unschuldsrose. Na, dafür nehme ich 80 Sternis. Komm mal ins Geschäft. Ja. Gib mal her. Und hier? Na, da ist eine Gartenprimel. Das spreche ich jetzt nicht falsch aus. 80. Hervorragend, gib her. Da drüben haben wir noch einen normalen Baum, aber den... Ich muss mich mal informieren, was wir alles bei ihm kaufen müssen. Also was... Also es sind bestimmte... bestimmte Items, die wir hier kaufen müssen, damit er uns irgendwann mal mit solchen tollen Sachen, Gold-Items, überhäuft. Deswegen muss ich mich mal informieren, was genau wir kaufen müssen, denn es sind bestimmte Sachen.
Ich liebe es, durch die Stadt zu gehen und Blumen zu sehen, die gerade zu blühen anfangen. Das ist schön. Schau mal wieder rein. Ach ja, Gerd, der Gärtner, wundervoll. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, die Gärtnerei als solches kann nicht expandieren, aber die werden halt irgendwann zusammenziehen, die beiden Geschäfte. Wenn der Nuke halt expandiert, beziehungsweise die Nukes. Und jetzt haben wir auf der rechten Seite schon nur noch ein Geschäft, was auch wirklich, wobei, nee, wir haben noch zwei Geschäfte, die fehlen. Wir haben eins von drei quasi gebaut und expandieren kann eben der Laden ja auch noch, also der Hauptladen von Nepp und Schlepp. Ach, und jetzt haben wir auf einmal auch Shorts hier. Eine Blauboxerhose. Super. Finde ich gar nicht mal so verkehrt, nehme ich mit. Aber ich glaube, den Rest brauche ich jetzt nicht. Die Feuerwehrhose oder das Basketballtrikot brauche ich jetzt nicht. Was ist das? Ist das Baseball? Das ist tatsächlich Baseball. Aber hier Basketball und Baseball. Verwirrt mich maximal. Oh, Niklas, du siehst gerade gesund und munter aus. Ja, wie schön. Es ist so nett von dir, dass du immer mal wieder vorbeischaust. Es tut mir sehr leid, dass ich nie Zeit habe, auch nur einen Tee mit dir zu trinken. Aber ja, wenn wir nicht alles allein machen müssten, könnte ich mal auch mal ein Schwätzchen mit dir halten. Also wirklich, Schwesterchen, musst du dich schon wieder beklagen? Und jetzt, wo Minna noch hier ist? Wir drei haben uns doch versprochen, in Zukunft an einem Schrank zu ziehen. Ja, du hast recht, Tina. Tut mir leid. Wie dem auch sei, Niklas. Denk daran, dass du jederzeit bei uns vorbeischauen kannst. Ja, das würde ich als Einzelhändler halt auch sagen, so. Als Einzelunternehmer. Alles andere wäre auch schlecht fürs Geschäft. Und holy shit, ist auch schlecht fürs Geschäft, wenn ihr so hässliche Sachen hier habt. Nur mal so als Rat. Wäre die halt schwarz, ne? Dann sähe die echt gut aus. So welche gibt es, aber... Das sieht halt komplett kacke aus. Vor allem, weil meine Augen so groß sind in der Brille. Also, weil die so nah an den Rand gehen. Aber ich überlege, ob ich hier so eine... Haikappe mitnehme. Nee, ey. Kappen sind so gar nicht meins. Nee, lass mal. Ich habe mich auch noch nie für die Schirme begeistert, stelle ich gerade fest. Aber das ist auch so eine uralte Animal Crossing Tradition bei mir, weil Schirme, ich meine, im Sommer könnte ich tatsächlich auch was bringen, im Sinne von, man kann verhindern, dass man sich bräunt. Aber auch im Regen so, also ich meine, es schadet halt nicht, wenn man nass wird, so ist halt überhaupt kein Problem. Ach ja, ich habe auch überlegt, ob ich gestern noch den Kredit bezahle mit meinen 300.000 Sternis. Ich habe mich aber dann dagegen entschieden. Zum einen wegen der Rüben. Zum anderen aber auch einfach nur, weil ich sowieso erst heute das ganze Zeug hätte bezahlen können. Also, beziehungsweise, ich hätte gestern schon bezahlen können, aber ich hätte halt heute erst vom Luke ansprechen können, weil er gestern schon zu hatte. Dann dachte ich mir, ja gut, dann kann ich es auch direkt investieren. Hat ein Pissoir da stehen, super, das habe ich doch schon. Dann nehme ich heute mal nur den Glückskeks mit, würde ich sagen. Der Rest interessiert mich hier jetzt nicht wirklich. So. Dann muss ich erstmal gleich wieder Platz schaffen in meinen Taschen. Was haben wir denn hier? Gut, nur die Bällen beißen auch manchmal. Fantastisch. Das beruhigt mich hier. Aber immerhin ist es durchaus wahr. Weil nur weil ein Hund bellt, heißt das ja nicht, dass er automatisch nicht beißt. Mal sehen, Nummer 53, das ist ein Chihuahua-Ornament. Was? Ist das so eine Figur? Ja, scheinbar. Bei Ornament klingt halt irgendwie so nach was für einem Boden. Keine Ahnung. Also was es halt mal in Let's Go to the City gab, waren so Nintendox-Hunde. Ich glaube, vier Stück, glaube ich, waren es. Die man sich dann als Item hinstellen konnte. So ähnlich wie New Horizons der Hund. Nur dass der halt einfach nur ein Modell war, quasi. Also in New Horizons haben die auch noch Animationen und so. Sind quasi kleine Hunde, aber in Let's Go to the City waren es halt einfach nur so Modelle aus Nintendox. Und die kamen zum Beispiel auch per DLC. Also da konnte man auch bei... Wobei, ich weiß glaube ich... Ich weiß gar nicht mal, ob man bei Let's Go to the City bei Pelly nachfragen musste. Hier haben wir das ja schon mal gesehen. Stimmt, ich kann jetzt hier lang gehen. In Let's Go to the City war es auf jeden Fall so, dass wir das per DLC bekommen konnten damals. Also ich habe die halt auch so bekommen. So, sehr schön. Das nehmen wir auch noch direkt mit. Muss ich zwar wieder zur Fundgrube rennen, aber was soll's. Das war eigentlich gar nicht mal so clever. Hier ist auch noch was vergraben. Lohnt es sich jetzt überhaupt, ins Haus zu gehen gerade?
Ich meine, ihr seht ja, ich schmeiße hier auch ganz gerne einfach mal Sachen vor meine Haustür, die ich eigentlich irgendwann selber mal einräumen möchte. Es hat bisher super geklappt, wie man sieht. Die Axt brauche ich gerade auch noch nicht. Ja, ja, ich kümmere mich da drum. Wobei, stimmt, das Chihuahua-Ornament hätte ich mir eigentlich... Ja, komm. Komm, dann machen wir hier auch mal ein bisschen Ordnung. Regina spielt gerade übrigens auch New Horizons. New Horizons. New Leaf. Fängt neu an. So, wenn ihr weitere Animal Crossing Sounds hört, dann wahrscheinlich daher, aber ich glaube nicht, dass das nah genug dran ist. So. Und jetzt interessiert mich mal, was das Chihuahua-Ornament ist. Oh, wir haben auch gerade so alles in unsere Taschen packen können. Es ist halt wirklich... Also, warum Ornament? Ich meine, ich kann mit dem Wort an sich sowieso nicht viel anfangen. Ja gut, dann stellen wir das einfach mal hin. Also ist quasi genauso wie in Let's Go to the City. Ach ja, warte mal, ich hatte eine eigene Seite für Ballonmöbel eingerichtet. Wo war sie denn? Da. Ballonuhr, Spiegelbett. Und hier haben wir jetzt noch die Lampe, den Tisch. Der Glastisch war was anderes. Den... Stimmt, Piranha könnte ich auch noch stiften. Ach ja, ich glaube, dann machen wir vielleicht erstmal die Fossilienrunde. Also, die Axt brauche ich auf jeden Fall nicht. Diese Hasenkapuze kommt auch erstmal weg. Das Setzling-Gedöns auch. So, hier passt schon. Den Rest würde ich verkaufen wollen oder eben stiften. Alles klar. Dann suchen wir noch gerade nach den Fossilien. Das ist ja sowieso eigentlich, passt ganz gut, weil wir müssen die Sigrid ja sowieso erstmal finden. Mein Geld müsste ich übrigens in den Briefen haben. Ich hoffe, das war so. Einfach Geld verloren. Ja, das sind genau die auf der rechten Seite. Und ich habe noch 81.000 sogar dabei. Also ich kann nochmal richtig reinbuttern, wenn ich Bock habe. Und hier ist unsere Plantage, Gedöns, Zeugs. Und da ist auch tatsächlich alles gewachsen bisher. Sehr schön. Ja, ich meine, warum nicht alles reinbuttern? Weil man Verluste machen kann, okay. Aber man kann halt so schnell wieder Geld farmen auf der Insel. Das ist halt überhaupt kein Ding. Deswegen würde ich das vielleicht sogar dann in Erwägung ziehen, direkt alles reinzubuttern. Aber ich muss auch erstmal Sigrid finden. Es kann auch sein, dass sie noch gar nicht da ist, weil es ist immer noch die erste Woche. Vielleicht gibt es da Sonderregelungen. Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt, aber es kann gut sein. Und wir haben jetzt hier leider noch keine Auskunft darüber. Also es kann uns noch keiner sagen, ob jemand da ist oder nicht. Also sowas gibt es hier, soweit ich weiß, ja auch. So ein Feature. Muss man aber erstmal freischalten. Hier ist übrigens mein riesiger Blumengarten jetzt hier. Haben wir kurz, glaube ich, schon mal gesehen vorhin. Ah, ich war jetzt schon nicht überall, aber schon zum Großteil die Stadt abgeklappert, habe ich das und bla. Peppels. Ist aufs Haus gesprungen hier. Er steht wohl nicht so ganz stabil. Okay. Und direkt wieder in die Schale rein. Wundervoll. Ja, hier oben links könnte sie vielleicht noch sein. Die Sigrid, wenn sie hier ist. Ich befürchte schon fast, die ist auch noch nicht da. Aber warum? Ja doch, sie ist hier. Alles klar, super, perfekt. Na, wen haben wir denn da? Ich verkaufe seit 60 Jahren jeden Sonntagmorgen meine Rüben. Kann mich gar nicht erinnern, jemals was anderes gemacht zu haben. Naja, wie auch immer. Wenn du Rüben brauchst, halt einfach Ausschau nach der guten alten Sigrid. Aber wahrscheinlich... du willst du nicht die Rübe im Sack kaufen, hä? Eine kleine Einführung vielleicht? Brauche ich nicht. Ah, dem Himmel sei Dank, du weißt schon Bescheid. Um ehrlich zu sein, verkaufe ich die Rüben nämlich lieber, als Referate darüber zu halten. Ja, ja, 101 Sternis oder Dalmatiner oder sonstige Chihuahuas, die du gerne in deine Wohnung stellen möchtest. Die gibt's übrigens im 10er-Pack zu kaufen, also die Rüben. Wie klingt das für dich? Ich kaufe welche. Gibt's hier noch Rotrüben? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, 101 Sternis. Okay, na, wobei, das macht gerade eigentlich gar nicht so viel Sinn, weil... Schade, Kindchen, weil ich habe gar nicht viel Platz. Ja, es geht noch, aber ich habe noch nicht genug Platz, meiner Meinung nach. Wenn wir Glück haben, finden wir jetzt hier in dem Bereich noch irgendwo schnell das vierte Fossil. Ansonsten muss ich das irgendwann später mal zu Eugen bringen. Ja, die Piranha ist auch schon länger in meinem Schrank. Ich habe nur irgendwie komplett vergessen, dass ich sie in meinem Schrank habe. Ich habe ja schon sämtliche Sachen jetzt auf der Insel gefangen und gestiftet. Seitdem. Aber die ist irgendwie mal wieder untergegangen. Und jetzt die ganzen Sachen von der Insel, die habe ich auch gar nicht erst in meinem Schrank zwischengelagert, um sie euch zu zeigen. Das kann ich auch machen, wenn ich das gestiftet habe. Ich wette mal, so habe ich das jetzt gelöst, hoffentlich. Wenn ich nicht komplett vergessen habe, was reinzuschneiden vorhin. Ja, dann kann man es ja einfach sehen, wenn ich es bei euch gestiftet habe. Ist es ja auch nochmal schön sortiert.
Weil ich ja nicht immer alles direkt in einer Tasche habe, was ich so fange auf der Insel. So, hallo. Ist wahrscheinlich irgendwo weiter südlich das letzte Fossil, aber ist egal. Würde ich heute auch noch auf die Insel fahren? Tja, also jetzt in dem Part noch. Ich würde jetzt erstmal auch nur einen Part machen wollen. Wollte jetzt vor allem wegen der Zeit und so, es ist jetzt ja schon 23:30, das mit den Fossilien, mit den Rüben abhaken. Und dann, ja, eigentlich nur Dailies machen sonst nur. Ich meine, klar, man kann immer noch weitere Blumen sammeln oder Insekten oder Meerestiere vor allem auch, aber das müssen wir jetzt halt auch nicht unbedingt alles so onscreen machen. Das spiele ich gerne noch ein bisschen privat weiter. So, Styraku, alles klar, was haben wir hier noch? Spinosaurus und Säbelzahntorso, okay. Ja, immer noch nicht wieder was komplett, oder? Wobei ich auch gar nicht weiß, ob er das mittlerweile noch ansagen würde, wenn ich mehrere Sachen auf einmal shifte, meine ich damit eher. Wir können ja mal gucken, einer ist auf jeden Fall komplett. Den haben wir ja schon irgendwie am zweiten Tag oder so hingekriegt. Wahrscheinlich ein Zweiteiler. Na, hier das Ding. Der Velociraptor. Naja, gut. Werde ich mir später mal durchlesen, alles, was da so steht. Gab's hier drei Hallen? Krass. Das wusste ich so auch nicht mehr. Da gibt's ja sogar mehr Hallen als in, oder? Als in New Horizons? Nee, Blödsinn, da gibt's auch drei für die Fossilien, glaube ich, ne? Ja. Ah, hier, der ist auch schon komplett. Der Säbelzahntiger. Ja, ja, genau, da habe ich ja gerade den Torso oder Kopf, ich weiß es schon gar nicht mehr, gestiftet. Das heißt, das hat er mir nicht angezeigt und das hier ist auch schon komplett. Das ist dieser Ichthyo-Gedöns, ne? Ichthyosaurus, genau. Okay, okay. Und wo geht's hier hin? Ist ja wohl nicht der gleiche Raum, oder? Ich mag diesen Remix hier des Museums eigentlich auch immer sehr gerne. Diesen Beats im Hintergrund. Von wegen Uhrzeit, oh. Ist das der T-Rex? Nee, ist der Iguanodon. Alles klar, da fehlt noch der Schwanz. Hier fehlt noch eins komplett. Hier, glaube ich, nee, hier haben wir auch schon einen Teil. Also von den meisten haben wir immerhin mal einen Teil. Oder von vielen zumindest. Aber natürlich fehlen da noch einige. Aber ich würde mittlerweile schon sagen, so vom Prozentsatz her bin ich bei den Fischen weiter als bei den Dinosauriern. Aber ich meine, gut, klar, Fische kann ich auch, gerade jetzt im Sommer, es ist halt super, weil da kann ich auch ganz gut parallel, sage ich mal, Sachen abarbeiten und ich komme gerade hier nicht mehr aus dem Abteil raus. Ich kann halt schön im Fluss meine Fische fangen, morgens und abends, je nachdem, wie die halt erscheinen. Rechts muss ich raus. Und kann dann halt auf der Insel alles generell im Sommer fangen, je nachdem nach der Tageszeit, wo ich da hingehe. Also dann kann es auch Juli oder vielleicht auch August sein, wenn die Insekten und Fische spawnen. Was bei meiner Insel an sich ja nicht geht oder bei meiner Stadt. Und dann fehlen mir halt im Endeffekt nur noch die ganzen Sachen im Winter. Oder Herbst, Frühling, klar, aber ja, so die ganze Region halt, außerhalb des Sommers. Ja, das ist eigentlich ganz, ganz viel, was man hier fangen kann. Also an Fischen vor allem jetzt. Da kann ich mich nicht beschweren. In anderen Monaten hätte ich da wahrscheinlich mehr Probleme bei den Insekten. Sowieso, wenn ich im Winter anfange und Insekten fangen will, dann habe ich vielleicht die Chance, 3 oder 4 zu fangen. Ich glaube, dieses Schicksal hatte ich ja auch irgendwann mal. Oder na gut, ich habe halt im September oder sowas, glaube ich, Oktober habe ich, glaube ich, mit Wild World angefangen. Da war natürlich auch schon nicht mehr so krass viel mit Insekten. Naja, wie auch immer. Den Shit verkaufen wir noch, dann packen wir unsere beiden Werkzeuge in die Briefe und dann haben wir die Taschen komplett frei für Rüben. Ich weiß leider auch gar nicht mehr, ob man die in den Schrank packen kann. Wäre super, wenn nicht, dann muss ich die vielleicht einfach hier irgendwo liegen lassen, weiß ich noch nicht. Da habe ich mir, naja, was heißt, ich habe mir halt generell überlegt, wie funktioniert das hier denn nochmal. Aber das Überlegen an sich bringt mir da jetzt erstmal nichts. Moment, was passiert, wenn ich mich da drauf, kann ich mich da, nee, ich kann mich da noch nicht hinsetzen, okay, das kommt später. Hier ist er, hallo. So, dann packen wir den ganzen Shit mal hier rein. Und packen zumindest schon mal den ersten Sack aus. So, moin. Dann kaufen wir mal wieder 1000, würde ich sagen, ne?
So, also... Ach nee, wie viel sind das dann? Moment. Ich kaufe mal 1500. Das müssen ja 15 Slots sein, richtig? Das heißt, ich habe jetzt quasi noch einen Slot frei. Genau, perfekt. Okay, das ist super. Ja, in Wild World, weiß ich zumindest, konnte man nur bis 990 Rüben gehen. Ich gucke jetzt einfach mal direkt, ob wir das hier vielleicht in den Schrank packen können. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, werde ich die wahrscheinlich einfach mal droppen. Doch, man kann sie in den Schrank räumen, das ist super. Dann nutzen wir doch die ganze C-Seite dafür noch. Musikfans werden jetzt ein bisschen verwundert sein. Wobei, B passt sogar fast noch besser, aber es ist auch egal. Also von wegen, da haben wir halt jetzt gerade gar nichts drin. Bei C habe ich halt die Mineralien gelagert und die Lampe. Ja, ich denke, dann werden wir trotzdem tatsächlich gleich noch zur Insel dann, weil das ist, glaube ich, gerade zeitlich noch am sinnvollsten. Also einfach mal gucken, was haben sie zum Angebot, weil es ist ja eigentlich auch so ein kleines Daily. Warte mal, ich brauche erstmal Geld, sorry. Ja, und dann natürlich gucken, was für Ausflüge gibt es so. So, jetzt bin ich wieder einigermaßen liquide. Aber jetzt reicht es doch nicht mehr für... Nee, warte mal. Dann kaufe ich jetzt erstmal 1000, würde ich vorschlagen. Und dann hole ich mir den zweiten Sack erstmal wieder in die Taschen. Und kaufe jetzt nochmal 500, so. Und dann reicht das, denke ich, auch erstmal. Dann habe ich noch, ja. Aber ich kriege ja eh noch einiges an Geld sowieso wieder rein durch den Geldstein halt allein schon. Das sind ja auch irgendwie schon wieder... Wie viel sind es? Es gibt einen 16.000 Sack, einen 8.000er Sack und so weiter. Das ist ja, glaube ich, irgendwie bei 32.000 oder sowas kommen wir dann raus. Also das ist ja schon ordentlich Geld, was wir dadurch jeden Tag bekommen können. Und wie gesagt, man kann so schnell einfach auf der Insel Geld verdienen. Ich denke, da können wir schon recht nah ans Limit rangehen. Aber apropos Limit. Der Schrank hat jetzt auch nur noch 20 Slots. Aber so viel Geld habe ich auch gar nicht mehr. Es ist meine letzten 75.000, dann können wir nochmal... Ich würde sagen, 600 können wir nochmal mitnehmen. Haben wir noch so 10.000 oder sowas. Oder überhaupt? Na, egal, komm, wir gucken mal nach, wie viel das dann kostet. Kein Bock zu rechnen. Das ist ja dann... Wobei, ich brauche auf jeden Fall noch 1000 für die Überfahrt. Das ist wichtig. Dann gucke ich doch vielleicht eher mal nach, komm. Nehmen wir eine schöne runde Zahl irgendwie. Oder glatt oder wie auch immer. Ja, dann machen wir das doch, würde ich sagen. Packen die Rüben weg und schauen noch mal kurz, was es so bei Captain gibt. Das klingt gut. Ansonsten, ja, könnten wir mit den Bewohnern reden. Fällt mir sonst noch was Spannendes ein? Eher nicht. Läden haben wir abgeklappert, außer Tom Nook, okay, aber ganz ehrlich. Ich denke mal, ich würde eher, wenn ich heute noch genug Geld zusammenkriege, das Haus vergrößern. Als dass ich mir da jetzt irgendwas Kosmetisches gönnen möchte. Virginia hat offenbar gerade Bienen beschworen. Ah, moin. Glaubst du eigentlich an die Existenz von UFOs? Die Frage ist, glaube ich an die Existenz von Aliens? Ja, sicherlich. Dann sind wir uns einig. Ich habe heute schon viele UFOs gesehen. Nachts, wenn es ganz ruhig ist. In Form von Fallobst. Unentdecktem Fallobst. Auf dem Boden, überall. Das war die reinste UFO-Plage. Aber beweisen kann ich es nicht, Niklas. Ich habe nämlich alles aufgegessen. Was? 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 Ich meine, du siehst so aus, aber was? The fuck? Na gut, es ist ein Schwein. Aber ich wette, andere Charaktere dieser Persönlichkeit haben das auch. Diesen Dialog. Und dann ist es vielleicht etwas weirder. Also noch weirder. Und hier müsste ich auch mal aufräumen. Kann ich eigentlich verkaufen, ganz ehrlich, den Großteil. Also stimmt, ich hatte noch Mangos. Habe ich die noch? Ich glaube, die habe ich noch hier drin, ne? Genau. Die könnte ich dann auch mal anpflanzen. Litschis und Durians habe ich ja schon. Und vielleicht finden wir heute noch eine Obstsorte. Mal gucken. Also wie gesagt, diese Persimonen sollten, soweit ich das gelesen hatte, nur von Bewohnern bekommbar sein. Und wir hätten dann halt noch die Möglichkeit, Bananen vielleicht irgendwann mal
auf so einem Trip zu finden. Und ansonsten, was gibt es noch? Zitronen. Zitronen sind noch genauso wie Litchi und Durian so eine neue tropische Frucht. Und ich glaube, dann ist es das auch schon. Einen habe ich vielleicht noch vergessen. Ja, komm, Kollege, reicht. Was hast du denn so eilig? Ja, ich will noch gern das in die letzten 5 Minuten des Parts quetschen. Das habe ich so eilig. Okay, also die Matrosenkappe vielleicht noch. Ach, scheiße, die kann man ja nicht anprobieren. Ja, dann ist sie mir das erstmal jetzt nicht wert. Muss ich sagen. So, habe ich jetzt schon was Fortgeschrittenes vielleicht? Traut ihr mir das zu? Anfänger Gärtnern, Freizeitangeln, Schmetterlingsjagd, Anfängerlabyrinth. Okay, die Anfangsgärtner, das ist neu. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach noch und dann passt das perfekt. Dekoriere auf diesem Gärtnerausflug Blumenbeete mit tropischer Flora, für Anfänger geeignet. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Habe ich das jemals gespielt damals? Wahrscheinlich ist es todlangweilig und deswegen habe ich es da nicht weitergemacht. Ich weiß es nicht. Sagt mir überhaupt nichts. Anfängergärtnern, krass. Also wenn, dann ist es bei mir komplett untergegangen. Ich habe ja letztes Mal so ein bisschen überlegt, was es denn so alles gibt, aber nö, keine Ahnung. Hey, Jungspund, nur immer reinspaziert. Ganz recht, hier wird gegärtnert. Und zwar nicht irgendwie drauf los, sondern nach echten, altehrwürdigen Regeln. 5 Minuten, um dieses Beet randvoll mit hübschen Blumen zu bepflanzen. Farbe, Sorte und so ein Unfug interessieren mich nicht. Nur voll muss das Beet sein. Ja, also basically das, was ich auf dem Insektenausflug gemacht habe, nur dass ich die Blumen dann auch wieder hinplatzieren muss. Also er will jetzt quasi, dass ich Blumen zusammenklaue, ja? Also das ist halt irgendwie so... Ah, Zitronen. Sehr schön. Ja, das ist halt irgendwie ein bisschen witzlos. Aber ich wette, bei den weiteren Stufen hat es dann irgendwie schon ein gewisses System. Da muss man dann schon nach Farbe oder Art oder sowas sortieren. Wo das dann halt wahrscheinlich wirklich interessant wird. Aber hier ist es ja halt wirklich nur, ich klaue mir einfach Blumen auf der ganzen Insel zusammen. Und ja... Fertig. Das ist halt nicht anspruchsvoll, vielleicht ein bisschen unterhaltsam, aber größtenteils denkt man sich so, ja, was soll das denn? Können wir schon mal ein bisschen weitergehen hier. Was haben wir denn hier eigentlich so an Platz? Okay, nehmen wir nochmal ein bisschen mit. Bevor ich die letzten Blumen platziere, würde ich natürlich ein paar Zitronen mitnehmen, klar. Wie viele, weiß ich noch nicht, vielleicht auch wieder so 18, also 2 Taschen. Zwei Taschen. Zwei Stacks, meine ich. So, machen wir erstmal die Stelle hier komplett. Ich habe auch gerade keine Präferenzen, welche Blumen ich mitnehmen wollen würde. Weil mit den weißen und roten Rosen bin ich jetzt eigentlich auch schon mal bedient. Finde ich zumindest. So, dann fehlen noch etwa 5 oder so, ne? Ja. 4. Okay. Dann nehmen wir doch jetzt erstmal hier ein paar Zitronen mit. Und dann sind wir trotzdem noch sehr gediegen fertig. Wir müssen erstmal Zitronen finden, mein Gott. Ich beraube den Insekten die ganzen Blumen, aber das ist mir sowas von egal. Noch ein Zitronenbaum, wundervoll. Da muss ich aber, glaube ich, erstmal stacken jetzt. Langsam. Ich habe auch schon ein paar Blumen wieder. Okay, ich bin doch ein bisschen vorsichtig geworden mittlerweile, was den Platz angeht. Da habe ich früher Panik als nötig. Ich würde sagen, ich mache mir einfach die Tasche voll. Mit Zitronen und natürlich mit Blumen. Und pflanze einfach das, was übrig... also nehme das mit, was übrig bleibt und pflanze halt die restlichen 4 natürlich da rein, sonst endet das hier sowieso nicht. Ich sehe gerade leider gar keine Zitronen, ne? Wie viel habe ich noch? Okay, noch genug. Zitronen irgendwo? Hier, okay. Ich muss ja bedenken, dass ich die auch noch erstmal irgendwie alle ins Inventar kriegen muss. Am besten ohne tausendmal ins Menü klicken zu müssen hier. Ja, ich glaube, das reicht dann auch. Ich glaube, das reicht dann auch, oder? Ja, komm, komm, die nehmen wir noch mit. Dann noch die Rose und dann passt das. So, so. 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 Einmal noch stacken. Und dann werden die restlichen Blumen hier abgeliefert.
So. Zack und zack. Sieht doch eigentlich ganz schön aus. Also gerade mit der Umrandung. Na, ich glaube, ich hätte mir ein paar mehr von diesen neuen Blumen mitnehmen sollen. Die habe ich auch ganz gerne hier bei dem, bei der Fundgrube platziert. Es war sogar noch 1 Minute und 37 Sekunden übrig. Das nenne ich schnell Gärtnern. Goldtörtel und 6 Medaillen. Ja, was auch sonst. Da haben wir doch, denke ich, mal eine nette Beute mitgenommen. Und haben jetzt also auch Zitronen. Sehr schön. Draußen ist ja soweit unverändert, dann müssen wir uns jetzt nicht umschauen. Deswegen würde ich sagen, ich mache sicherlich hier noch ein paar Ausflüge und farm vielleicht noch draußen ein bisschen was. Also natürlich jetzt keine krassen Insekten und so, die kommen erst abends. Aber ich gehe bestimmt noch ein bisschen tauchen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wann auch immer. Ich habe noch keine Ahnung. Bis dahin. Ciao.